So, wieder hallo, es kommt zurück zu einem wunderbaren weiteren Video in BeamNG Drive. Wir sind mal wieder zurück, liebe Leute, mit einem wunderbaren neuen Update. Und passend ja kurz vor Weihnachten haben die Jungs und Mädels sich von BeamNG Drive noch gedacht, so, ey, komm, hauen wir mal ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk, so ein schönes gesamtes Paket raus. Und es ist wirklich ein insanes Update geworden. Nämlich, gibt es eine neue Map und 5 neue Fahrzeuge. Also das ist wirklich, wirklich viel Content in einem Update, den die Jungs und Mädels von BeamNG da droppen. Und heute in der ersten Folge gucken wir uns erstmal die neue Map an, Johnson Valley. Die heißt in der deutschen Übersetzung Johnson Tal, aber das klingt ja bescheuert. Niemand sagt, oh, lass mal einen schönen Ausflug nach Johnson Tal machen. Das klingt ja bescheuert. Wir nennen es Johnson Valley, wir bleiben beim englischen Begriff. Das klingt aber viel cooler. Vor allem ist es ja auch nicht in Deutschland, also dementsprechend wird es auch so ausgesprochen. Und eben 5 neue Fahrzeuge, die schauen wir uns in gesonderten Videos an. Ich will heute erstmal einen kleinen Overview über diese schöne Map machen, eine schöne Desert-Map, also eine schöne Wüsten-Map mit, ich glaube, wie viel? 10 Quadratkilometern, also wirklich ein echter Brecher. Und wie gesagt, das ist die gesamte Map. Wir haben hier, ich nenne es mal ein kleines Quadrat, was von ein bisschen was von Bergen umgeben ist, aber wir haben auch hier noch Spots auf diesem wunderbaren Highway, der wohl der längste Highway in BeamNG Drive sein soll. Das werden wir heute alles ein bisschen herausfinden. Und das sind eben die verschiedenen Punkte, die wir haben. Wir haben eine Dune Kicker Basecamp, ne, hier schön, durch die Dünen böllern. Tankstelle, wir haben eben die beiden Highways, eine abgelehnte Grube, eine Siedlung und natürlich auch hier, wie oft bei den anderen Maps, auch schon eben Missionen, die wir machen können. Aber ich würde sagen, wir fahren einfach ein bisschen rum. Wir sind hier an der Tankstelle, am Spawnpunkt, an der Tyrannos-Tankstelle. Eine neue Tankstellenkette in BeamNG Drive, die auch, Slow-Mo habe ich drin, super, wunderbar, die auch, wie ihr seht, hier ihr eigenes kleines Maskottchen haben, nämlich einen kleinen, wunderbaren T-Rex. Und der ist schon verdammt süß. Obwohl er für den T-Rex, muss man auch wirklich sagen, es ist schon ein sehr gut gebauter T-Rex, weil der hat wirklich lange Arme für den T-Rex. Also, ja, da hat die Evolution in dem Moment gut gemeint mit ihm. Müssen wir mal einfach mal Legends so sagen. Das ist schon sehr nice. So, wir fahren mal ein bisschen rum. Wie gesagt, das Ganze an die Wüsten. Wo ist denn da? Welche Map? Ich glaube, Amerika müsste es sein. Amerika ist mit Amerika. In den Johnson Valley gibt es ja in echt. Aber eben so ein typisch Offroad-Wüsten-Map. Wie man sich das halt wünscht. Wir hatten ja, glaube ich, das letzte Video sogar, da hatten wir immer noch unsere eine Offroad-Map, die wir super gerne gefahren sind. Und sowas habe ich mir auch immer von BeamNG Drive so ein bisschen mehr gewünscht, so ein bisschen mehr Offroad-Vibes. Und ich finde, das gibt diese Map einem sehr, sehr gut. Wir haben einerseits, wie gesagt, diesen super langen Highway, sehr, sehr lange Straßen und ihr seht auch direkt links und rechts neben der Fahrbahn dann auch nochmal, ich sag mal, einen kleinen Offroad-Fahrt, den man nehmen kann mit seinem wunderbaren Barawana oder sowas. Also richtig, richtig nice. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und ich weiß nicht, sind wir jetzt gerade auf dem großen Highway? Ich glaube, es ist schon ein sehr großer Highway. Hier ist auf jeden Fall das große Camp, wo eben die ganzen Barra-Trucks dann sich treffen, wo eben die, ich sag mal, der Rennstart stattfindet, weil wir haben auch einen neuen Barra-Truck bekommen in-game, was sehr geil ist. Vor allem hatten wir ja vor einiger Zeit schon von einem Fahrzeug eine Barra-Truck-Version bekommen und jetzt gibt es einen richtigen Barra-Truck noch als neues Fahrzeug. Wie gesagt, die Fahrzeuge schauen wir uns nochmal gesondert an. Wir fahren jetzt erstmal ganz kurz hier in das Camp rein und schauen uns doch mal hier wunderbar um uns das Ganze mal anzuschauen. Und hier ist ein bisschen was los. Richtig schön aufgebaut. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, von dem Kollegen haben wir sogar eine Barra-Version. Finde ich gut, oder? Ich glaube, müsste sogar von ihm hier sein. Da werden wir gleich mal gucken. Ich will mal ganz gucken, wo hier der Startpunkt für die Jungs und Mädels ist. Wenn die dann hier schön mit ihrem Camp fertig sind, schön ihre Truck. Oh, ich glaube, ich habe den Startpunkt gefunden. Ui, ist das eine richtige Rennstrecke? Wir gehen mal kurz auf die Karte gucken und schauen doch mal gerade. Ja, das sieht nach einem richtigen Race-Tour aus. So, hier ist Dune Kicker Base Camp. Und wir gehen mal kurz zurück und schauen mal. Weil, ihr seht schon hier ein paar neue Fahrzeuge. Hier, auch Grey S. Wie gesagt, wir werden uns die Fahrzeuge alle gesondert anschauen. Keine Sorge, da wird es dann noch Videos zu geben, weil ich will mich damit ausführlich beschäftigen. Jetzt muss ich gerade unseren scheiß Pickup finden. Jetzt bin ich wieder komplett lost. Da ist der Dune Kicker, da ist er nämlich. Wunderbar. So, ich meine, er hat auch Barra-Version bekommen. Genau, das hier, die Pre-Runner sind es ja. Das ist nicht unbedingt exakt das gleiche, aber die Grundidee stimmt. Und dementsprechend würde ich sagen, hierfür können wir den auch nehmen. Für diesen wunderbaren Barra-Track. Das ist schon geil. Vor allem oben diese Steilkurve und sowas, das gefällt mir schon wirklich, wirklich gut. Grundsätzlich auch der Detailgrad der Map ist halt wirklich insane. Das wurde auch in dem Update-Dude reingeschrieben. Es ist nach der Italy-Map, glaube ich, die Map mit dem größten Detailreichtum. Und Italy war schon sehr detailreich. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ist ja scheißegal, die können ja Objekte reinschmeißen, wie sie wollen. Ja, das können sie. Wenn sie daheim mehrere Rechner brennen sehen wollen, dann können sie so viele Objekte reinschmeißen, wie sie wollen. Und hier haben sie aber hinbekommen, viele Objekte reinzuballern und trotzdem eben das Ganze wunderbar optimiert laufen zu lassen. Also
sehr viel Detailreichtum, aber trotzdem optimiert, dass das Ding halt nicht plötzlich ein Performance-Monster ist und die NASA selbst Stress hat, diese Map laufen zu lassen, weil das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Die soll ja auch gespielt werden und nicht einfach nur schön aussehen. Aber ich finde, sie haben erstmal einen sehr guten Job gemacht, weil ich kann mich nicht beschweren, das Ding läuft wirklich butterweich und sieht auch noch wirklich, wirklich gut aus. Und was auch das erste Mal ist, die Offroad-Wege sind teilweise in manchen Maps nicht zufallsgeneriert, aber eben vom Computer generiert geworden. Und also, dass die Wege einfach hier von da und da möchte ich gerne Route, und da haben sie halt ein Tool, ein Programm, was in diese Routen, sagen wir mal, berechnen kann. Und das haben sie hier für diese Maps erstmal auch ausgesetzt, weil das, ja, sagen wir mal, dem Map-Design nicht zuträglich war und die Routen und Offroad-Wege halt nicht so natürlich gewirkt haben. Und wenn natürlich eine Map hauptsächlich auf solchen Offroad-Zeug basiert, dann ist natürlich, denke ich mal, klar, einer der wichtigsten Ansprüche, dass sich das auch echt und realistisch anfühlt. Und das ist natürlich auch nochmal asozialer Mehraufwand. Und wie gesagt, dann halt noch 5 Fahrzeuge mit dem Update reinzubringen, ist halt sowieso absolut insane. Aber die Offroad-Rennstrecke hier, hoppala, das geht erstmal geradeaus, aber die finde ich sehr, sehr geil. Die ist vom Flow absolut insane. Boah, das macht hier gerade richtig Bock, weil die halt wirklich diesen Bacher-Vibe wirklich gut rüberbringt. Weil du halt hier schön diese leichten Bankings hast, die Steilkurven, wo du die Karre so leicht quer reinwerfen kannst. Boah, das ist schon geil. So, wir fahren mal wieder zurück auf die Main Road. Ist das die Hauptstraße, auf der wir die ganze Zeit rumeikern sind? Ich muss mal gerade mal kurz hier ein bisschen gucken. Ist das der Main Highway, den wir hier schon haben? Ja, das ist der Main Highway, genau. Das ist der Main Highway, der einmal hier, wie gesagt, komplett lang geht. Der halt wirklich einfach insane lang ist. Also wenn ihr mal auf Dauer jetzt eine wunderbare Stelle in BeamNG Drive sucht, wo ihr sagt, oh, ich würde gerne was haben, wo ich mein Top-Auto Top-Speed ausfahren kann. Ich glaube, Johnson Valley ist jetzt auf jeden Fall eure Map to go, weil, wie gesagt, der Highway ist halt wirklich lang. Bisher habe ich ja immer gerne Utah genommen, aber Utah hat ja Kurven und die meisten Highways haben halt im Spiel Kurven. Und hier ist der Highway halt wirklich sehr straight up gerade und ja, das ist halt wirklich perfekto. So, wir fahren mal wieder zurück. Wir haben natürlich, überall ist das Ganze natürlich auch durchzogen mit Offroad-Wegen. Also wir haben, wie gesagt, einen Highway und daneben her ist dann natürlich einfach alles mit Offroad-Faden durchzogen und eben eine wunderbare Wüste, um sich auszutoben. Entweder, wie gesagt, auf den Wegen hier oder ihr könnt einfach so direkt in Dünen springen. Und das ist natürlich super geil, weil ich habe ja diese eine Map, wo wir mit dem Pre-Runner, mit dem Forerunner und mit dem Land Rover gefahren sind. Die habe ich ja dafür gerne genutzt und ich muss ja sagen, ja, die wird jetzt hier auf jeden Fall ersetzt werden davon, weil das ist natürlich einfach ähnliches Konzept, aber in Entwicklerqualität. Und das ist natürlich, muss man sagen, dann halt nochmal ein anderes Level. Und das macht hier gerade Offroad gut Spaß. Und wenn man hier sieht, hier ist gerade keine KI aktiv, also die fährt diese Nebenwege leider nicht. Es wäre ganz cool, wenn hier auch irgendwelche Pre-Runner rumjumpen würden und sich hier mal ein bisschen durchprügeln würden. Aber so vom Aufbau der Offroad-Wege, Alter, es macht schon gerade richtig Bock, Alter. Also, Grüße gehen raus. Da lasse ich auch noch ein bisschen Sand dabei. Ihr seht hier, und da grabe ich mich ein bisschen ein. Boah, Junge. Ey, das ist eine geile Map. Also wirklich für Offroad-Leute, ihr werdet hier viel, viel Spaß mit haben. Vor allem auch größentechnisch. Ich meine, wir haben hier ein bisschen Weg und das ist ja eine der Routen, die hier durchgehen. Ne? Wir haben hier noch 2, 3 parallel und so. Also, hoppa, da geht noch ein bisschen was. Ich würde da gerne mal vorne zu diesem Turm fahren, den wir da gerade am Horizont sehen. Da ballern wir gerade mal hin. Da werden wir uns mal ganz kurz hinbegeben. Und werden wir natürlich auch gleich einmal den Highway lang ballern. Natürlich nicht hiermit, da werden wir dann das schöne Fahrzeug wechseln. Aber jetzt müssen wir gerade natürlich den Offroad-Abschnitt dieser Map mitnehmen. Es gibt anscheinend auch ein bisschen Bereich für Rockcrawling und sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt hoppala, meine Lieblingsdisziplin. Ich bin nicht so der Rockcrawler, ihr wisst es selber. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich bin eher der, ich gebe gerne Vollgas-Typ. Und da ist Rockcrawling natürlich eindeutig nicht die beste Disziplin dafür. Ich glaube, wir haben es halbwegs überlebt sogar. So, ich sehe auch, dass da ein Weg hochführt. Mal ganz kurz gucken. Ich repariere die Kiste gerade mal kurz, sonst kriege ich den gleichen Krampf. Wie ich da hinkomme. Ich weiß gar nicht, warum ich den Weg überhaupt folge. Hier ist ein bisschen ausgetrockneter. Hier haben wir ein bisschen festeren Boden. Was ganz gut ist für Vollgas, weil wir nicht überall einsinken und uns überschlagen, wie ich gerade sagen wollte. Aber dann ging es erstmal voll drüber. Der Ersatzreifen, den schmeiße ich konsequent immer weg. Also wenn ich jetzt mal Platten haben sollte, ist das immer ein Problem. Ich glaube, hier sind wir schon so ein bisschen im Rockcrawling-Gebiet, weil hier sind ein paar Felsen am Start. Aber hier gibt es auch nur normale Routen, wenn man eher dann nicht der Freund davon ist. Aber ich meine allein hier, ne, die Detailreichtum von den ganzen Felsen und so, die nebenbei auch neu sind. Ne? Es sind ganz viele neue Felsobjekte hinzugefügt worden, die vorher so im BeamNG Drive nicht da waren. Deswegen sieht das hier gerade alles so neuartig aus. Aber hilft natürlich
der Glaubwürdigkeit und Optik des Ganzen. Also wie gesagt, hier viele Steine sind für die Map extra neu designt worden. Ist jetzt kein Riesendetail, das juckt einen beim Fahren recht wenig, aber für die Optik der Map hilft das natürlich enorm. So, mal kurz gucken, dass wir hier mal oben zum Aussichtspunkt kommen, weil den würde ich mir jetzt schon gerne mal gönnen. So, einmal hier hochfahren. Uiuiuiui. So, und da haben wir dann unten, ne, ist das der Highway? Ist nicht der Highway, ne? Wo ist denn der Highway von jetzt hier aus, wenn ich jetzt gerade hier bin? Oh Gott, pff. Ja, der Highway ist da drüben. Ich bin komplett an einem anderen Eck. Das ist genau in diesem, ich sag jetzt mal, das ist so das Hauptmap-Quadrat. Hier rum kannst du zwar auch noch fahren, aber da ist nicht viel. Wie gesagt, in dem Quadrat bietet sich, sagen wir mal, ist der Hauptteil der Map. Und dann haben wir eben noch den Highway. Und ich würde mal sagen, zu dem gehen wir jetzt gerade mal ganz kurz. Wir gehen mal zum Südhighway und quick-traveln da mal schnell hin. Weil, wie gesagt, längster Highway im BMG Drive. Und das müssen wir natürlich jetzt erstmal testen, ob das denn auch wirklich der Wahrheit entspricht. So, wo haben wir denn das BMG interne Hypercar, Supercar, da der Civetta Scintilla. Und nehmen wir den GT Corsa. Ja, dann nehmen wir den hier einfach. Genau, so aktuell ersetzen. Highway ist hier gerade auch ein bisschen was los übersehen. Wie gesagt, der ist hier dann leider zu Ende. Ja, da gibt es, glaube ich, gerade Stau oder einen Unfall, deswegen ist hier gerade gesperrt. So, wir schauen mal. Wir fahren jetzt mal den Highway lang und wir gucken mal, wie lange wir jetzt brauchen. Ich bin sehr gespannt. Aber so ein Highway in der Wüste ist halt immer geil. Das sieht halt einfach cool aus. So, mal gucken, wie lange wir hier brauchen, um bis... Oh, das war schon mein Seitenspiegel, den ich da gerade mal ganz kurz weggeworfen habe. Schön, haben wir den Wagen schon mal in zwei geteilt. Das ist auch schön. Ich weiß noch nicht, warum der Kollege im Gegenverkehr meinte, unbedingt meine Spur zu ziehen, aber er hatte sicher eine Mission. Aber jetzt habe ich zumindest mal schön endlich mal richtig gezeigt, wie dieser Wagen sich zerlegen kann. Jetzt haben wir immer so gezwungen, aber der Strommasten hat das Ding innerhalb von Sekunden zerteilt. Junge, Junge. So, dann machen wir mal weiter. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Highway, so ist es nicht, ne? Also wir sind noch nicht mal wieder, wir sind noch nicht mal bei dem Hauptquadrat, Hauptsektor angekommen. Aber dann sind wir ja, dann haben wir ja hier in dem Bereich auch, können wir auch nicht nehmen, die Autobahn, ne? Ja, dann ist das hier alles abgegrenzt, okay. Also hier kann man frei rumfahren und sonst ist das abgegrenzte Highway. Also das drumherum ist hier halt einfach nur reine Optik, das hat keine Funktion. Aber trotzdem, ne? 10 Quadratkilometer ist trotzdem noch immer noch genug, wenn man mal ehrlich ist. So, Menü weg, dankeschön. Aber es macht trotzdem Spaß, hier zu fahren, weil, wie gesagt, man hier mal die Möglichkeit hat, ein bisschen mehr Vollgas zu geben. Es ist zwar keine Autobahn mit mehreren Spuren, sondern eben natürlich einspurig, aber aufgrund dessen, dass natürlich weniger Kurven drin sind, kann man sich hier mal mehr Manöver erlauben, mal ein bisschen hier durch den Verkehr swerven und sowas. Das ist natürlich spielerisch, macht das natürlich nochmal was ganz anderes her. Sag mal, was ist denn los mit den Leuten? Was ganz anderes her. Aber hier, wie man hier schön Vollgas ballern kann. Und wir sind immer noch nicht bei dem Hauptabschnitt angekommen, ne? Schon wieder mein Spiegel rasiert. Weil ihr seht, links neben uns ist immer noch Zaun, also hier haben wir immer noch nichts verloren. Da wird 300 Sachen gegeben. Boah, das macht gerade schon Bock. Das ist wirklich viel Highway, also... Wie gesagt, Utah hat recht viel und Italy hatte auch ein recht gutes Stück, aber das ist halt... Uiuiui, 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 oh Gott. Das ist halt natürlich kein Vergleich mit dem, was hier abgeht. Das ist natürlich einfach ein ganz anderes Level von Länge. Ja, moin. Und das ist auch ein ganz anderes Level von... Moin, moin, zack. Und das Geile ist, ihr seht, jetzt haben wir hier halt auch schon nebendran eben den, ich sag mal, den Weg für die Offroad-Fraktion, wo den wir gleich auch mal nutzen werden. Mit den Offroadern hier an Highway, denke ich mal, Vollgas lang zu hämmern, muss auch brutal Bock machen. Aber wir fahren jetzt erstmal den Highway bis zum Ende, weil es sind noch ein paar Meter und die wollen wir natürlich auch einmal komplett auskosten. Hoppala, da hat er mal kurz nachgeladen, dankeschön. Und wir haben noch ein paar Meter. So, hier ist wieder das Camp, wo wir ja gerade schon waren. Das haben wir ja gerade schon kennengelernt und wir sind schon ein bisschen unterwegs seitdem. Und weiter geht's. Vollgas. Hier haben wir noch ein paar Berge links. Hier rechts ist auf jeden Fall, hier links kommt jetzt auf. Oh, hier haben wir jetzt richtig Wüste. Hier ist richtig schöner, feiner Sand, so typische Dünen, wie man kennt. Hier haben wir vorhin gestartet mit der wunderbaren Tankstelle. Wir fahren jetzt hier gerade mit 3,50 ohne Sorgen. Einmal den Gegenverkehr rüber. Bisschen in die Wiese rein, in den Sand rein, Junge. Alter, ist es insane, Junge. Wie lange geht das denn geradeaus? Holy shit, ey. Uff. Uiuiui. Und dadurch, dass man halt direkt gegenverkehrt, weil es keine Autobahn ist, ist es natürlich vom Nervenkitzel ein ganz anderes Level. Oh, Junge, Junge. Ich meine, wir hatten die deutsche Autobahn, die ist schon geil, aber dass man hier instant in den Gegenverkehr krachen kann, wenn es drauf ankommt, ist natürlich schon von der Idee ein bisschen cooler. Oh Gott, ich werde die Karre wieder zerlegen. Oh, oh, nee, wir haben es gerettet. Aber hier ist die... Oh, wir haben das Ende des Highways gefunden, was wir jetzt mit 300... Oh, oh, hier ist, oh, hier ist, oh, ja, 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 hier ist Stau, oh,
Oh Gott, das sind aber feste Objekte, ne? Das sind keine zerstörbaren LKWs, ne? Weil das ist das Map-Ende. Oh Gott. Ja, die sind massiv. Ganz entspannt. Wunderbar. Aber Junge, das ist schon... Okay, das ist... Oh, der Highway macht Bock. Weil wie gesagt, also Nachteil ist, es ist nicht mehrspurig. Ne? Nachteil, positiver Punkt ist aber auch, es ist nicht mehrspurig. Und dadurch hast du halt natürlich mehr Nerv. Das gibt mir so ein bisschen Need for Speed Pro Street oder am ersten Need for Speed The Run Vibes. Wo man halt auch diese Rennen hatte, die dann über den Highway ging. Route 66 oder so. Und du halt wirklich mit Vollgas geballert bist und immer wieder zwischen dem Verkehr rumswerven musstest. Absolut geil, macht richtig Laune. Das gefällt mir richtig gut. Also, oh ja. Hier so schön, dann immer wieder rausziehen. Gucken, dass man dann eben nicht mit dem Gegenverkehr kollidiert. Ah ja, doch. So, ich suche jetzt gerade mal ein Stück, wo auch die Offroad-Route neben der Straße existiert. Wir sind ja jetzt gerade schon wieder außerhalb des Bereichs, deswegen da müssen wir mal kurz wieder hinfahren. Und dann würde ich gerne mal mit dem Pickup mal eine Runde da drüber hämmern. Wir müssen jetzt gleich irgendwann mal... Mein Gott, das ist ein Stück hier noch. Junge, warum fahren die mir denn jedes Mal in den Gegenverkehr rein? Okay, kann man ganz schön über den Sand hämmern. Das juckt den Wagen nicht so sehr praktisch. So, bleibt mal hier schön drauf, was soll schon passieren. So, was soll schon passieren? Hoppla, hoppla, hoppla. Hier ist die Tankstelle. Oh, da ist die Tankstelle. Oh, 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 da. Oh, ich habe den T-Rex voll mitgenommen. Sorry, T-Rex. Das war nicht absichtlich. Junge, Junge, Junge. Ja, ist doch gut jetzt. Ist hier der Nebenweg schon? Ja, ich glaube, wir haben schon Offroad-Route, ne? Warte mal. Dann wechseln wir mal ganz kurz wieder zu unserem La Pickup, um ein bisschen wieder hier auf die Offroad-Route mitzunehmen. So, Gravity Series. Und dann nehmen wir natürlich hier wieder unseren wunderbaren Pre-Runner rein dafür. Wunderbar. Genau, hier haben schon einen schönen Offroad-Weg. Und nehmen wir jetzt mal ganz kurz nebenher ein bisschen ballern. Weil ich das gerade auch mal kurz mal mitnehmen möchte. Schnell wir hier so fahren können. Oh, hier fährt die KI auf jeden Fall. Okay, auf der Route fahren sie schon. Nur eben nebendran nicht. Aber hier ist dann tieferer Sand, wie ihr seht. Hier kann man schon ein bisschen so eingraben. Hier haben wir ein bisschen mehr Dünengebiet. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Aber hier jetzt gerade mal ganz kurz hier einmal Vollgas am Highway lang kämmern. Das ist schön, dass wir einen normalen Highway haben und daneben noch die Offroad-Version, wenn man... Uiuiui, darauf Bock hat. Hopp, da habe ich mich kurz eingedreht. Alles gut, weiter geht's. Gar kein Stress, gar kein Stress. Aber wir können jetzt auch mal hier reinfahren. So, hier haben wir ja das Camp. So, wir gucken jetzt gerade mal kurz auf die Map. Was haben wir denn noch für Alternativen? Wir gucken gerade mal. Was haben wir noch für Quick-Wise-Spot? Wir haben hier abgelegene Gruben. Da können wir noch hinfahren. Dann haben wir natürlich hier sehr viel felsiges Gebiet. Sehr gut für die Rockcrawler unter euch, die da Bock drauf haben. Da könnt ihr auf jeden Fall... Wir gehen mal hier in das felsige, in die abgelegenen Gruben. Und da sind wir mal ein bisschen weiter in der Wüste drin. Und hier haben wir sogar so ein kleines Wartungscamp. Da fahre ich den Berg hier hoch oder wo fahren wir jetzt hier am besten lang? Kann man kurz gucken, was macht denn hier am meisten Sinn? Ich würde sagen, wir fahren... Wir haben hinter uns auch einfach Dünen, ne? Aber es... Ist das tiefer Sand? Wir gucken mal gerade mal schnell. Wir können ja gerade mal kurz checken, wenn wir gerade hier sind. Wie tief kann man hier einsinken? Oh ja, ist auf jeden Fall Sand. Wir merken es, dass wir uns ein bisschen eingraben. Oh Gott, ich krieg mit dem Heckantrieb hier gar keinen Grip aufgebaut. Aber hier ist auf jeden Fall schöne Dünen. Wenn du da mal durchplecken willst. Das haben wir ja bisher auch. Also wir haben so eine Map ja noch nicht im Sortiment von dem Hauptgame. Also jetzt mal von Mods abgesehen. Dann halt Vanilla. Und ich bin bisher sehr begeistert von der Map. Ich glaube, das kann für Videos, ist das ein sehr, sehr geiler Playground. Vor allem für Offroad-Fahrzeuge haben wir da echt was Geiles im Test. Und für unsere Asphaltfahrzeuge können wir uns wegen dem Highway hier immer gerne mal hin verirren. Sonst ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Asphaltroute-Strecke. Das ist, wie gesagt, Hauptasphalt-Ding ist ja eben nur der Highway. Sonst ist es sehr Offroad-lastig. Aber bin ich ja trotzdem ein großer Fan von. Weil bisher muss ich für Offroader immer recht viele andere Maps runterladen, weil klar, die anderen, unsere Maps, die wir schon drin hatten, die Utah und hatten auch Offroad-Abschnitte, aber die waren sehr, ja, sagen wir mal, gemischt von den Verhältnissen. Und hier haben wir halt relativ hohen Offroad-Anteil und für Offroad-Fahrzeuge natürlich prädestiniert, also sehr, sehr geil, finde ich gut. So, wir fahren jetzt mal hier geradeaus weiter, weil die Wüste ist mit dem Fahrzeug jetzt nicht ganz so geil. Mal gucken, ob wir mit einem der neuen Fahrzeuge da vielleicht, eher Spaß haben werden. Aua! Ich sollte auch vielleicht gucken, ob hier Felsen liegen. Das wäre ein sehr guter Start, um die Karre nicht innerhalb von Sekunden zu zerstören. Hier ist ein bisschen was los, also ein bisschen sanfter hier hoch. Dann bleiben unsere Reifen auch da, wo sie sind und unsere Achsen vor allem auch. Oh ja, also die Steine und das ganze Geröll sieht auf jeden Fall viel, viel realistischer aus. Oh Gott, ja okay, das werde ich hier niemals schaffen. Aber es sieht viel, viel realistischer aus. Also das ist vom Untergrund, so von den Texturen und vom Detailgrad natürlich ein ganz anderes Level jetzt. Ich würde da hinten gerne hoch.
Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Natürlich jetzt nicht das prädestinierte Fahrzeug hierfür. Es ist kein Rockcrawler im Moment. Unser Türschloss hat sich jetzt gerade einfach entschieden, den Geist aufzugeben. Ich habe keine Ahnung, was der Impact dafür war. Aber na gut. Hier brauche ich schon Türen. Oh, unser Seitenteil hinten löst. Nee, Seitenteil sehen einfach so aus. Ich war mir nicht sicher, ob die sich jetzt gerade auch schon wieder lösen. Hoppla, hoppla, hopp. Uiuiuiui. Geht's noch weiter hoch? Nee, das war's hier schon. Nee, geht. Da vor der anderen Seite einfach runter. Hoppala, hoppala. Da haben wir wieder den Aussichtsturm. Hier haben wir, unten haben wir ein paar Routen. Gucken wir, ob wir da vielleicht heile runterkommen. Ui. Jetzt sind wir ein bisschen weiter nach rechts, weil sonst rennen wir auch wieder zu steil runter. Beziehungsweise wir können schon steil runterfahren, aber es dürfen natürlich nicht so viele Felsen sein, die uns aufhalten. Hoppala, ja, easy. Hopp, ich hab's gleich. Bin gleich unten. Ei. Bin unten, hab's geschafft. Hab's überlebt, bin am Schlüssel, Leute. Ich muss immer wieder gucken, wo wir sind, ey. Also, das Problem ist, ich habe noch keine Übersicht auf dieser Karte. Also 0,0, weil, wo rechts rumfahren wir? Ne, rechts rumfahren wir. Die sind hier runtergekommen, ne? Dann fahren wir rechts rum, weil dann kommen wir ein bisschen mehr in die Wüste rein. Das klingt nach dem Plan. Dann kommen wir wieder zwar bei dem Startpunkt an, wo wir hergekommen sind jetzt gerade, wo wir uns quick-traveled haben. Aber hier ist ein bisschen mehr Sand. Oh, wir sind schon wieder bei dem Startpunkt. Hoppala. Aber wir können dann fahren wir einfach mal in die Richtung hier weiter. Ja, Übersicht wird, glaube ich, hier so ein bisschen das Problem, weil es ist halt Wüste, ne? Da verläuft sich's gerne. Schade ist natürlich, dass hier kein Gegenverkehr rumfährt. Das wäre natürlich noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Muss man ganz klar sagen. Das fehlt so ein bisschen noch. Der fährt halt leider nur auf dem Highway rum. Und hier im Offroad-Bereich wäre es natürlich auch geil, so ein paar Offroad-Fahrzeuge zu sehen. Aber mal gucken, ob sich das noch irgendwann ergibt. Wundern wir es mich nicht. Im tiefen Sand kriege ich gar keinen Grip aufgebaut. Da geht's konsequent nur seitwärts. Come on, do it. Hier schön rein, hier zwischen den Dünen rumdriften. Aber spielerisch macht es sehr, sehr viel Laune. Also wie gesagt, für kommende vor allem Mod- und Update-Videos mit Offroadern wird das sehr lustig. Und wie gesagt, die 5 Fahrzeuge, die reingekommen sind, alles Offroader. Also alle 5 Fahrzeuge haben relativ wenig mit normalen Alltagsfahrzeugen zu tun. Dementsprechend werden wir mit denen, glaube ich, umso mehr Spaß haben. Und die Map bietet sich da einfach mega an, um die da richtig auszuspielen. Ach, wie schön man hier drüber abprügeln kann, ne? Ach, wie geil. Ach, wie geil. Das macht schon echt Böcke. Wenn ihr einfach durch Wüste fleckt mit Vollgas. Dann hast du nebendran auch eine Highway, wo du mit deinem Supercar Vollgas fahren kannst. Das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Bin ich ehrlich. Also, ist schon ein nice Update. Ich bin mal da, über die große Düne müssen wir eigentlich auch mal jumpen. Da vorne ist. Müssen wir eigentlich gerade mal hinkommen irgendwie. Da müssen wir einen schönen Jump machen. Eigentlich verpflichtend. Hoppa. Große Dünen müssen übersprungen werden. Come on. Ja, obwohl das überhaupt. Gucken, ob das überhaupt viel Sprung wird. Ich frage keine Ahnung, wie tief das auf der anderen Seite runtergeht. Wir werden es jetzt herausfinden. Ich hoffe ein bisschen was. Come on. Oh, erstmal hochkommen. Jo, okay, ein bisschen geht's runter. Nicht viel, aber ein kleiner Gedanke zählt. Hoppa. Hey, im Sand gräbt man sich schon ein bisschen ein. Also die Hinterachse, wie gesagt, die bündelt sich immer so ein bisschen ein. Dadurch drehst du dich halt immer gerne ein bisschen weg. Oh, Junge, das ging auf die Achse. Schön Wheelie. Weiter geht's. Rückleuchte ist rausgefallen. Der Wagen löst sich irgendwie sehr interessant auf, wenn er irgendwie Hits bekommt. Naja, passt schon so. Uiuiuiui, komm. Griff. Wunderbar. Also, man muss ja sagen, es ist ja keine Map, wo super viel rumsteht. Es gibt nicht viele Gebäude, es gibt nicht viele, ich sag mal, Objekte. Aber die Natur ist halt super geil dargestellt worden. Du hast super viele schöne Felsen, du hast eine schöne Natur, die halt natürlich von den Pflanzen so Sinn macht am meisten. Und sonst, wie gesagt, ist eigentlich ein riesen einfach nur Offroad-Playground, weil wie gesagt, du hast hier das Camp, das ist das Hauptding, dann hast du hier noch vorne Tankstelle, diese Offroad-Strecke hier noch ein bisschen, dann haben wir hier noch, wir haben halt natürlich viele Missionen, die hier reingekommen sind und natürlich diesen insane Highway, den wir natürlich hier ganz klar haben. Also, wir haben natürlich trotzdem genug hier zu tun, also so ist das nicht. Gefällt mir, wie gesagt, absolut gut die Map. Muss ich wirklich sagen. Und ich würde sagen, wir erkunden noch nicht zu viel. Wir erkunden die auf jeden Fall in den nächsten, wenn wir Glück haben, 5 Folgen. Vielleicht breche ich auch 2, 3 Autos in eine Folge. Wir gucken mal, wie wir das anstellen. Aber immer schauen wir uns auf jeden Fall noch die Fahrzeuge an. Bisher bin ich von der Map sehr, sehr, sehr begeistert. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also wirklich absolut geil. Endlich eine schöne Offroad-Map in BeamNG. Freue ich mich riesig drüber. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und.
Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping.